So, SAP Simple Finance, ich möchte Ihnen vorstellen die Benutzererfahrung. Wenn man sich das mal ein bisschen technisch anguckt, wo spielt dieses SAP Simple Finance Add-on, dann spielt das auf der Basis von SAP HANA, der In-Memory-Plattform, Datenbank, die auch ein Applikationsserver ist und auch Funktionalität zur Verfügung stellt. Sie spielt aufbauend auf dem ERP. Wichtige Information hier für Sie. Alles, was wir jetzt hier besprechen, ist ein Szenario, was darauf basiert, dass das ERP auf HANA betrieben wird. Also nicht auf einer anderen Datenbank, sondern auf SAP HANA betrieben wird. Und darauf aufbauend gibt es ein Add-on zum Enhancement Package 7. Ja. Es wird also eigene Software eingespielt. Und diese Software macht nun etwas Unkonventionelles und etwas sehr Konventionelles. Das Unkonventionelle, was diese Software macht, dieses zusätzliche Add-on, was man einspielt, nimmt Tabellen weg. Und das ist ja erstmal ungewohnt, weil man immer, wenn man eigentlich Software einspielt, ja zusätzlich etwas einspielt, um es dann zu benutzen. Und hier ist es jetzt so, dass zunächst und im Wesentlichen etwas weggenommen wird. Zugleich aber auch was ganz Konventionelles passiert, nämlich neues Coding mitgebracht wird. Also weitere neue Funktionalität. Das sind die beiden Dinge. Das muss man im Moment sacken lassen, weil das ungewohnt ist. Bisher haben wir immer Software eingespielt, da kam immer was dazu. Jetzt wird auch was weggenommen. Und zwar an einem Beispiel, das Sie alle gut kennen. Ich zeige Ihnen jetzt hier Software, die in den nächsten Wochen geplant ist, ausgeliefert zu werden. Und zwar ganz klassisch an so einem Kreditorenposten. Die Bearbeitung der Kreditorenposten. Gut, kleine Komfortfunktionen sind dann natürlich so, wie man das im Internet kennt, dass man hier die Adresse findet. Und hier sieht man so eine leichte Veränderung. Wie wird sich die Navigation verändern? Wir sind es ja gewöhnt, aus dem Menübaum zu arbeiten und sozusagen zu wissen, welche Schritte man macht. Stammdaten, Bewegungsdaten, Reports. Ja. Hier ist es jetzt eher fließend. Also aus dem Kreditoren heraus gibt es jetzt die Möglichkeit, die nächsten Transaktionen aufzurufen, jetzt beispielsweise die Einzelposten oder eben auch die verwandten Apps. Ja. Früher steht man, sitzt man vor dem Rechner und muss immer nachfragen, rausziehen, aktualisieren. Und jetzt dreht es sich um und das System pusht Ihnen die Informationen. Die dahinterliegende Grafik. Diese Ansicht ist aktuell gezogen. Wenn Sie jetzt eine Einbuchung haben, einen Ausgleich eines auf einer zahlt, dann sinkt der Wert in dem entsprechenden Raster. Das ist die kleine Arbeitserleichterung für den Debitorenbuchhalter, der auch hier wieder sehr viel schneller aus der Analyse seine nächste Aktion ableiten kann. Denn wenn er sieht in Echtzeit, die Buchung ist da, dann kann er seine Arbeitszeit auf die nächste Buchung lenken, den nächsten Debitoren.